Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, mein Name, herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar, der eine oder andere kann sich erinnern, dass ich ein Oszilloskop geschenkt gekriegt habe. Und ja, ich hatte noch mein altes. Und also zwei alte, die zwei sind von mir hier. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn mir jemand so ein Ostsee schenkt, da kann ich ja eigentlich mein altes verschenken. Daraufhin hat sich Johannes gemeldet, VEB, das ist dieses Ostsee, hat gesagt, Mensch, wenn du die Dinger verlost, ist aber keine Verlosung, erklär ich gleich noch, ja, dann gebe ich hier eins mit dazu. Und dann hat sich kleiner Roy Kontusch angeschlossen und hat seinen Voltkraft geschickt. Der eine oder andere, wenn ihr seine Videos verfolgt habt, habt ihr das auch in seinen Videos mal gesehen. Das kennt ihr aus meinen und das aus dem Johannes sein und das aus ein bisschen meinen älteren Videos. Ja, und zwar worum es geht, wie gesagt, kleines Dankeschön sagen. Wir machen das so, ich habe keinen Bock auf den Gewinnspielmist. Die Dinger kosten 1 Euro und ihr müsst einen Versand bezahlen. Also wer da Interesse dran hat, schreibt mal bitte einen Kommentar und dann nehmen wir Kontakt auf und ja, dann müsst ihr mir irgendwie den Versand zukommen lassen und eure Adresse und dann schicke ich euch das Ding zu. Eins ist schon reserviert, wir machen mal 1, 2, 3, 4, wie sie da stehen. Jana, ich halte mein Versprechen, sorry, dass es so lange gedauert hat, auch an Johannes und an alle Zuschauer und an Roy hat ein bisschen gedauert, aber lieber spät als nie, ne? Liana, du kannst dir eins raussuchen, hatte ich dir ja schon gesagt. Ne? Du hast Vorkaufsrecht, so gesagt. Ja, falls jemand dabei ist, der sagt, er hat jetzt den 1 Euro, um das zu kaufen, aber hat den Versand nicht. Ja, haut's mal in die Kommentare oder so. Ich denke mal, dass man da über das NBN oder so, vielleicht ist da noch ein edler Spender, der sagt, ja, den 10er, ich glaube 10 Euro Versand kostet ein Ding. Den spende ich jetzt noch oder so. Das wäre natürlich schon geil. Und ja, in diesem Sinne, das war es schon. Es gibt ein paar Sachen dazu. Aber da will ich jetzt noch nichts versprechen. Also ich habe hier ein paar Tastköpfe. Zum Beispiel bei dem für das ist glaube ich der Tastkopf original. Oder für das untere. Da muss ich aber noch mal genau gucken. Dann ist hier mein alter Tastkopf. Na gut, bin jetzt nicht so perfekt vorbereitet. Also ich habe zum Beispiel hier noch einen ziemlich neuen Tastkopf und hier nochmal einen neuen eingepackten. Weiß ich jetzt auch noch nicht, zu welchen ich den dazugebe oder so. Das gucke ich dann nochmal, was passt oder so. Also einen Messkopf gibt es nicht unbedingt dazu. Wenn ich noch was finde oder so, ich habe glaube ich noch einen, habe ich glaube ich noch, dann gibt es den noch mit dazu. Ansonsten müsstet ihr euch halt einen Messkopf selber holen. Das untere Oszillator hat eine kleine Besonderheit, das geht auch mit 12 Volt. Ne? Also alle sind mit 230 Volt, aber das ist 230 und 12 Volt. Ne? Das hatte mir mal der Dings geschenkt. Ach scheiße, hab ich den Namen vergessen. EKW-Bedini. Ne? Na gut, wisst ihr erstmal Bescheid. Seid fleißig, haut was in die Kommentare. Wenn ihr eine kleine Begründung habt, warum, wieso, wäre natürlich schon ein Vorteil. Ne? Aber ja, ich denke, ihr wisst Bescheid. Tschüssi. Eine kleine Spende und ein NBN-Päckle ist auch noch gekommen. Ich muss bloß wegen der Adresse aufpassen. Und zwar haben wir hier einmal zwei Addings. Vielen Dank an den aufmerksamen Zuschauer. Und das Paket war vom Toni. Haben wir ein bisschen Kabel. Was sind das denn? Das ist irgendwas für einen Sicherungskasten, ne? Oh nein, ist das Schrumpfschlauch? Oh, Karl! Danke, das ist, ja. Ist das hier raus? Alter. Sind da Schrumpfschlauch drin? Nee. Ach, das sind ein paar Bauteile. Guck mal. Transistoren, das sind Dioden hier, wa? Plus, minus. Naja, guck ich mir mal alles an. Vielen lieben Dank. Ja, wenn du mal was brauchst, ne? Sag Bescheid, mein Guter. Tschüssi.